Moin moin Freunde und herzlich willkommen zum Heimspiel in Halbfinale gegen die Eisbären Berlin in den Playoffs. Ja, ich habe gehört, es soll eine pickepacke volle Halle sein, ausverkauft, soll's läuten, ich weiß es nicht so genau. Es wäre natürlich gut, wenn ein Sieg herkommt. Und ich habe gar nicht viel umgestellt, außer das Einzige, was wir umgestellt haben, ist der Torhüter. Wir haben Franz Repp in Tor reingestellt, der hat den Vorzug gekriegt vor den anderen, Maxwell. Und obwohl Maxwell einen sehr starken Job gemacht hat, das kann man auch gar nicht so anders behaupten, aber Maxwell hat tatsächlich erst 2 Einsätze gekriegt in den Playoffs. Und somit ist es damit beantwortet. Die Wolfsburger konnten den lieben Franz Repp nicht schlagen. Aber wer jetzt erstmal wieder zurück aufs Spiel hier. Die Berliner sind hier sehr stark unter auf Beschuss, aufs Tor sind sie hier auch. Die machen einen guten Druck. Jetzt aber die Bremerhavener konnten sich befreien. Ross Mauermann in den Angriff. Dreht hier nochmal ab. Dreht hier und da. Die erste Scheibe. Tor. Christian Andersen. Christian Weise macht das 1:0. Das Ding war drinne. Da war nochmal der kleine Abpraller dabei. Ein bisschen verfälscht. Wollten sie ihn noch. Aber er hat die Scheibe trotzdem noch gekriegt. Und ist da gut durchgekommen. 1:0 für die Bremerhavener. So, weiter geht's hier im Spiel gegen die Eisbären Berlin. Der Slowen-Karawan. Ja, so geht's weiter hier. Und wir wollen natürlich hier schon die nächste große Chance. Der Schuss von Lieben. Und da schon wieder eine große Chance. Und hier gibt's auch die nächste. Aber die Berliner, die wissen genau, was sie hier tun. Und da gibt's die erste Strafe für die Bremerhavener. Und somit wird sie auch ausgesprochen. 2 Minuten wegen Behinderungssieger Jeglitsch darf einmal raus und sich 2 Minuten abkühlen. Somit ist es für Bremerhaven erstmal keine große Sache. Denn Unterzahl spielen sie in den Playoffs tatsächlich sehr stark und sehr gut im Moment. Und hier geht es jetzt erstmal weiter. Alex Friesen hier. Kann sich gut durchsetzen. Kommt hier gut durch. Und hier die nächste Scheibe. Aber auch das Ding ging nicht durch. War eine sehr, sehr starke Leistung von den Bremerhavenern. Da gut durchgekommen. Kann man sich nicht beschweren. Hier auch eine gute Chance gewesen für die Eisbären aus Berlin. Jetzt versucht man hier über Trischka hier nochmal ein bisschen die Scheibe wieder fix zu machen. Patch Elber. Und jetzt geht es hier weiter über Trischka. Und jetzt geht es hier wirklich weiter. Hier nochmal die Chance, aber hier der Schuss. Da haut er über die Scheibe weg, der Ty McGinn. Hat natürlich auch schon getroffen in den Playoffs. Aber hier, Franz Repp sehr, sehr, sehr sicher, sehr souverän. Und das ist der Torschütze gewesen. Hier der Passgeber, der Vorlagengeber auf das 1:0. Und hier die nächste Scheibe, wieder der Vorlagengeber. Andersen auf Mauermann und die Scheibe ist einfach drinne. Bremerhaven überzeugt hier mit starker Leistung. Berlin geht da gar nicht großartig gegen an irgendwie. Und Niederberger ist zum zweiten Mal geschlagen. So, weiter geht's. Es ist wieder die erste Reihe, die trifft. Jetzt geht's hier los. Jetzt geht's hier los. Und da der Check gegen Weise. Ja, er kommt auch gut hinterher hier und kann hier auch gut behaupten. Wladimir Eminger kann da nochmal genau hinterher gehen. Kommt hier auch sehr gut durch. Hier der Check.
Aber auch das ist nicht das Wahre gewesen. Ja, Bremerhaven steht hier tatsächlich sehr gut in der Verteidigung. Das kann man nicht anders behaupten. Und hier wieder, das hätte ein Eigentor werden können. Das war wieder eine große Chance, aber es geht ein schönes Bulli vor dem Gehäuse von Eminger ist raus, verletzungsbedingt. Wir wissen nicht, ob er wieder kommt. Gucken wir mal, ob er im nächsten Spiel wieder dabei ist. Patch Elber, auch im letzten Spiel auch verletzt runter, war aber wieder mit dabei. War nichts Großartiges. Oder eher gesagt, er hat gesagt, er muss spielen. Er will spielen. Er muss seine Mannschaft unterstützen. Das war seine Aussage dem Medien gegenüber. Hier Brook Gieser. Auf den legt man auch sehr viel Fokus. Genau wie auf die erste Reihe. Aber die erste Reihe, die Slowen-Karawanken, der hat noch nicht so wirklich hier losgelegt. Und Tim Lutz hat auch schon in den Playoffs tatsächlich ein Tor gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob es nochmal gegen Berlin war, aber ich glaube schon, dass es gegen Berlin war. Kinder hat auch ein Tor gemacht gegen Berlin. Ah, das gibt hier so spezielle Reihen, die sind echt gefährlich. Aber hier, Franz Repp hält bis jetzt das Tor sehr souverän sauber. So, weiter geht's. Vierte Reihe. Ne, muss man auch aufpassen hier. Der Schuss, der kam einfach mal durch. Und man versucht hier ein bisschen hinterher zu laufen. Hier. Da, Kinder kann da auch gut beweisen. Lutz geht auch noch mal ein bisschen mit hinterher. Hier, Franz Repp sicher. Und hier, Lutz da. Ne, hat hier die Scheibe ein bisschen besser unter Kontrolle. Aber auch das wird nicht belohnt, die harte Arbeit hier von den Berlinern. Sie machen ein starkes Spiel, ja, aber ihre Leistung im Moment wird nicht belohnt. Immer noch die vierte Reihe, auf die auch sehr viel Fokus gelegt wird. Im Moment hier, Kinder kann sich hier die Scheibe nicht wieder besorgen. Zengerli, aber hier Bremerhaven, starke Leistung aus. Da, der schöne Pass. Und hier der nächste Pass. Hier. Aber es geht hier weiter. Die machen eine gute Abwehrarbeit im Moment. Die Eisbären aus Berlin. Und hier die große Chance. Leeres Tor. Aber das war nicht das gleiche, wie man hier sehen konnte. Und hier, ja, gibt es hier die Scheibe? Nein. Hier kann Ty McGinn sich tatsächlich die Scheibe wiederholen. Hier, oh, wieder aber kommt nicht richtig an die Scheibe, kommt nicht richtig zum Abschluss. Da war noch mal ein bisschen Tumult. Der Pass ging durch, aber nicht so, wie er sollte. Hier, Franz Repp, wieder ein sicherer Mann im Tor für die Bremerhavener. Krogsgaard kann sich hier auch sehr gut beweisen im Moment. Hat ja, glaube ich, die ersten zwei Spiele nicht spielen dürfen. Genau wie Trischka. Trischka wurde ausgewechselt für Mike Moore. Tor! Auch der Vorlagengeber kann Tore schießen. 3-0. Niklas Andersen. Da hat Mauermann wohl gedacht, da machen wir mal eine schöne Vorlage für den Assistgeber. Und das Ding ist einfach drinne. Schönes Ding, da sehen wir es nochmal. Zack, raufgehauen und drin ist diese Geschichte. Keine Chance für den Schlussmann. Niederberger. So, weiter geht's. Es trifft wieder die erste Reihe. Alle drei Tore aus der ersten Reihe. Es haben alle drei getroffen. Es haben wirklich alle drei getroffen. Und hier die Strafe für
den lieben Philipp Ruckdieser. 2 Minuten wegen des Beinstellens. So, weiter geht's. Da versucht man's, aber die Scheibe geht nicht weiter zum Tor. Jetzt geht sie aber erstmal raus. Und das Drittel ist vorbei. Das erste Drittel ist vorbei. Bremerhaven führt 3:0 zugunsten der Heimvorlage. Der Bremerhavener, die Fans, die freut es. Und wir gehen jetzt direkt auch rein ins nächste Drittel. So, meine lieben Freunde, da sind wir wieder im nächsten Drittel. Da ist noch jemand seine Brezel. Und weiter geht's für Berlin. Und die Fischturm-Pinguins natürlich Powerplay für die Bremerhavener nicht, sondern für die Berliner. Aber hier der Angriff über Urbas. Und Urbas, der zeigt mal hier, was er kann. Aber die Scheibe geht nicht durch, leider. So, 1:04 noch. Überzahl für die Berliner. Was machen sie draus aus diesem Überzahlspiel? Man versucht hier sein Glück über die Linie zu bringen, aber das wird nicht so ganz toleriert. Hier Müller jetzt, aber Franz Röp mit einem sehr, sehr sicheren Safe. Kann sich gut durchsetzen. Bremerhaven kann einfach so durchlaufen. Jetzt hier Föderl. Jetzt hier geht die Scheibe nochmal Richtung Tor. Aber sie wurde nicht so gefährlich, wie es annehmlich gedacht wurde. Ah, da geht die Scheibe auch nochmal am Tor vorbei. Und jetzt auf Ruckdieser. Ruckdieser kann Tore schießen. Das wissen wir. Der hat einen gefährlichen Schuss. Hier versucht er auch mal sein Glück wieder. Patch Elber auch hier mit drauf. Jetzt Ross Mauermann auch wieder im Einsatz. Kann hier gut durchlaufen. Berlin ist vermutlich geschlagen. Sie können nur noch Checks ausfahren. Sie bringen die Scheibe nicht dahin, wo sie hin soll. Ja. Und auch hier die Alleingänge, die kriegen sie nicht sauber hin. Bremerhaven stört in jeder Hinsicht. Jeden Versuch aufs Tor zu kommen scheitert. Und wieder ist es Ross Mauermann, der dann den langen Arm hat. Und auch hier geht's gut durch. Christian Weise stand da gut, aber die Scheibe war nicht so perfekt auf seitens der Bremerhavener. Jetzt geht's hier weiter über Trischka. Der versucht hier auch nochmal sein Ding durchzuziehen. Patch Elber. Wissen wir, auch gefährlicher Mann. Kann auch Tore schießen. Der zieht einfach mal ab und dann ist das Ding auch drinne. Genau wie ein Time-McGinn. Und hier sehen wir nochmal die Fangquote. Die Fangquote für Niederberger sieht sehr schlecht aus. Im letzten Spiel ist ja sein Rücken halt auch nochmal ins Tor gegangen. Der liebe Anschitzka. Tor! Kinder! Wieder mal! Die Bremerhavener machen hier Druck und dann geht die Scheibe einfach wieder über die Linie. Nino Kinder zum zweiten Mal. Da sehen wir es nochmal, der Abpraller und dann zack. Niederberger kommt nicht schnell genug rüber und das ist Ding drinne. Nino Kinder, der Ex-Berliner, macht die nächste Scheibe rein auf seitens der Bremerhavener. 4:0. Ja, Berlin macht hier keine Mühe, um hier irgendwas noch zu machen. Da ist eine Strafe ausgesprochen worden.
Behinderung. Vikingstead. Sehen wir die Szene jetzt nochmal oder sehen wir sie nicht? Liebe Regie, bitte nochmal einmal zeigen, aber ich glaube nicht. Leider nicht. Jetzt muss wieder einmal Powerplay sein für die Bremerhavener. Für die Berliner. Aber auch das hat im ersten Powerplay nicht viel ausgenutzt, ausgewirkt, kann man so sagen. Ah, hier, die sind sehr stark. Hier der Fehlpass. Ging nicht dahin, wo er hin sollte. Jetzt hier nochmal. Aber auch der geht nicht rein. Ah, Friesen geht da nochmal ein bisschen hinterher. So, weiter geht's. Man versucht hier wirklich sein Glück auf die Schippe zu bringen. Und hier! Sehr schönes Ding! Ja, aber da ging auch die Scheibe wieder nicht dahin, wo sie hin sollte. Denn Andersen wurde da ein bisschen bedrängt. Vielleicht auch eine Behinderung im Raum. Aber hier der schöne Pass, der abgefälscht wurde, aber für Vikingstead hätte der gut gepasst. Und hier geht die Scheibe auch wieder am Tor vorbei. Berlin hat keine Chance mehr, um irgendwas zu machen. Sie wissen nicht, was hier geht. Ja, er möchte das Tor. Aber auch das war wieder ein misslungenes Ding. Ja, hier wieder schön abgefälscht. Da stand wieder ein Berliner ein bisschen im Weg. Da auch der Schläger dazwischen. So. Bremerhaven kann so durchlaufen. Da gibt es keine Möglichkeit, um das Ding nochmal richtig dingend festzumachen. Hier Nino Kinder zum zweiten Mal die Chance auf ein Tor. Die Schüsse, die kommen immer mehr. Auf Seiten der Bremerhavener. Jetzt geht die Scheibe wieder in die andere Richtung. Ja, man versucht hier tatsächlich ein bisschen mehr die Fahrt rauszunehmen, weil sie wissen, die Bremerhavener können, also, oder eher andersrum, weil die Bremerhavener wissen, Berlins Seiten kann im Moment nichts gefährlich sein. Sie versuchen zwar gefährlich zu sein mit solchen Aktionen hier, aber es wird nicht gefährlicher. Ja, hier gibt es mal so einen kleinen Check. Aber der auch nicht wirklich großartig gefährlich ist. Ja, hier der Puck-Check gibt es auch nochmal. Jetzt Alex Friesen. Ja, da wird nochmal angedeutet. Und hier gibt es auch nochmal die Chance. Ja, hier auch nochmal die große Chance gewesen für Jan Urbas. Es gehen die letzten Minuten los. Im zweiten Drittel. So, Jeglitsch hat das hier sehr schlau gemacht. Kommt hier weiter gut durch, aber wird da auch ein bisschen gestoppt. Und Niederberger muss hier weiter im Tor bleiben. Und damit ist das zweite Drittel rum. Nicht viel passiert. Da sehen wir nochmal eine gute Chance, gutes Tor. Nino Kinder 4:0. Und wir glauben, gehen auch direkt rein ins nächste Drittel. Gucken hier gar nicht viel auf Statistik.
Berlin ist in diesem Fall wahrscheinlich in der Statistik ein bisschen besser. Aber Bremerhaven, was die Tore angeht, noch besser. Denn es steht 4 zu 0 für die Wolfsburger, wollte ich gerade sagen. Was habe ich denn mit den Wolfsburgern? Oh, Bremerhaven muss hier weiter dominieren, weiter parieren. Ja, es gibt hier gefährliche Dinge, aber die auch nicht wirklich großartig hier eingreifen ins Spielgeschehen. Ist hier wieder ein Bremerhavener dazwischen. Jetzt geht es hier über Niklas Andersen in die andere Richtung. Einmal ganz schnell gespielt, hinters Tor durch. Jetzt hier einmal kurz auf den lieben Ross Mauermann. Hier der Schuss, aber der kam nicht richtig an. Also geht er nicht rein. So. Hier nochmal so ein bisschen die Spielweise der Berliner. Sie wissen, glaube ich, wirklich nicht so richtig, was sie noch machen sollen. Sie haben zwar jetzt hier noch ein ganzes Drittel, um das Ding wirklich fix zu machen. Hier ist Urbas. Urbas kann sehr gefährlich werden. Sehr schussfreudig, hat einen harten Schuss, hat einen klasse One-Timer. Einfach mal hier den Pass gespielt. Aber es kommt keiner mit. Auch hier ist Bremerhaven der Dominierende. Sehr stark am Dominieren. Oh. Jan Urbas. Tor! Jan Urbas! Einfach mal durchgezogen und haut die Scheibe rein. Ich sag ja, der Mann, der weiß, wo er hinschießen muss, um die Scheibe reinzukriegen. Einfach mal so an die Verteidigung vorbei, an Niederberger auch. Keine Chance. Ein sehr spitzer Winkel, würde ich sagen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ab jetzt Niederberger nicht mehr im Tor ist. So, weiter geht's. Hier geht's weiter, sage ich doch. Anschiedsrichter jetzt im Tor. Aber hier auch kein Tor. Philipp Rukieser zieht einfach mal durch die Mitte, durch den Slot. Und das Ding ist drinnen. Da sehen wir es nochmal. Zack, durch. Oben im Winkel. Das Ding war sehr präzise gesetzt. Damit ist es das 6 zu 0. Bremerhaven, sie wollen ins Finale. Es geht weiter, jetzt auf die andere Seite. Aber hier Bremerhaven weiter souverän. Ja. Nochmal Time again mit einer gefährlichen Nummer. Brugiser kommt da nicht ganz ran. Aber Franz Repp, der hat hier auch einen sehr flinken Handschuh. Jetzt geht's über Tim Lutz. Auf Seiten der Berliner. Und hier versucht man es einfach auch mal, jetzt aus jedem Winkel noch mehr Tore zu machen. Hier ist wieder Brookgieser. Schon mal so ein schönes Tor gemacht. Diesmal aber nicht. Vikingstedt hat ja auch nochmal die Chance. Aber auch das ist nicht so gefährlich. Hier schön gemacht. Er macht das schnell. Der Franz Repp. Und Berlin wird sichtlich aggressiver.
Können sie hier gut durchdominieren. Das wird ein Erfolg vor ein pickepackes volles Haus. Und damit ist es die nächste Strafe für Bremerhaven. Also man versucht hier jetzt mit 6 Mann ein Tor zu machen. Aber die Scheibe geht nicht raus. Also nicht ins Tor. 2 Minuten wegen Behinderungs. Patch Elber trifft es in diesem Fall. Oh, Freunde, das wird ein Fest, Leute. Wir haben bis dato noch kein Unterzahltor kassiert. Ich hoffe, das bleibt auch dabei. Eigentlich so eine Leistung gegen eine Mannschaft wie Berlin, amtierender Meister. Wir können Berlin rauskicken aus den Playoffs. Und das hat schon was zu heißen. So. Ja, die Berliner, die machen jetzt hier großen Druck auf die Bremerhavener, auf das Tor. Aber Franz Repp kann sich hier gut weiter dominieren. Franz Repp hier weiter im Tor. Auch ganz sehr souverän und sicher. Krogsgard läuft hier einfach mal durch. In Unterzahl. Versucht es auch nochmal hier. Wenn er durchgegangen wäre, wäre das nochmal so ein schönes Ding gewesen. Jetzt hier über Ty McGinn. Hier, leeres Tor, aber Ty McGinn kann dann nichts machen. So, die letzten drei Minuten laufen. Was macht Berlin aus der Situation jetzt noch? Ja, Jan Urbers hier auch nochmal will wahrscheinlich nochmal seinen nächsten Treffer holen. So, Mia Velic greift hier an. Macht schnell einen Move. Ah, hier nochmal Jan Urbas. Ja, versucht es dann nochmal durch die Mitte. Letzte Minute läuft. Kann Bremerhaven hier nochmal was reißen? Ja, wenn die sich nicht selber im Weg stehen würden. So, jetzt geht es nochmal ganz schnell in die andere Richtung über Jan Urbas. Andersen nochmal. Hier auch nochmal Jan Urbas. Abseits. Jetzt hier nochmal 11 Sekunden vor Ende nochmal eine Schlägerei. Das bringt nicht wirklich viel, meint auch Jan Urbas. Deswegen wird hier einfach die Strafe genommen wegen übertriebener Härte. Auf beiden Seiten. Jan Urbas hier nochmal am Klatschen, weil die Strafe tatsächlich 11 Sekunden vor Ende ein bisschen lächerlich ist von den Unparteiischen. So. Damit ist es die Überzahl. Und wir machen jetzt mal einfach so eine Sache. Und machen jetzt einfach mal einen Move, den man sich eigentlich gar nicht bei so einem Spielstand noch erlauben sollte. Aber wir sind im Powerplay das erste Mal. Und somit holen wir uns einfach noch einen Feldspieler. Einen sechsten. Und dann geht das gleich los. Das Tor ist leer. Das heißt, wir müssen Bulli gewinnen. Und damit ist das Spiel aus. Spiel 2 geht auch an die Fishtop-Pinguins, meine Freunde.
Franz Repp holt den nächsten Shutout in seine Playoff-Karriere für die Fishtown Pinguins. Ein souveränes Spiel und dominierendes Spiel auf seitens der Fishtown Pinguins. Hier sehen wir nochmal ein Tor von Nino Kender, der Ex-Berliner, trifft nochmal sein zweites Tor. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Bremerhaven Gaming und ich sage bis zum nächsten Spiel und viel Spaß nochmal mit diesen 10. Bis Sonntag, meine Freunde.